Moin, einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Tag der Zugwoche hier aus dem wunderschönen Hauptbahnhof von, die Kenner werden es jetzt schon wissen, richtig, Dresden. Wir befinden uns nämlich auf der relativ neu erschienenen Zugstrecke Dresden-Riesa, erschienen am 11.02. diesen Jahres für den Train Simulator. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal so eine kleine Streckenvorstellung. Wir fahren einmal die gesamte Strecke ab. Sowohl Schnellfahrstrecke auch, als auch die S-Bahn-Strecke. Und fahren einmal mit allen Fahrzeugen, die auf der Strecke so vorhanden sind. Angefangen mit dem Talent 2. Hier in der Konstellation 3 Wagen und 5 Wagen. Genau, hier haben wir auch die Zugzielanzeige. Ich weiß gerade gar nicht, ob diese auch funktioniert. Das kann man ja mal austesten. Ob hier unten irgendwas funktioniert. Am Tastenfeld. Nein. Natürlich nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Was wir aber wahrscheinlich... Ne, wir können noch nicht mal Tag- und Nachtwechsel machen. Die Türtasten funktionieren auch nicht. Schade. Nun gut. Dann, ja. Genau, Bremsen sind gelöst. Fahrhebel auch vorwärts. Wir machen mal das Licht noch an. Und dann setzen wir unseren Kombihebel auf langsam vorwärts. Weichen müssen wir noch stellen. Nee. Und dann geradeaus und auch da geradeaus. Wir wollen ja dann schließlich hier auf die Strecke. Und dann hier lang. Genau. Oh. Etwas zu schnell, weil ich glaube, hier sind nur 40. So. Signal zeigt rot. Das Überfahren des haltzeigenden Signals wird verweigert. Das heißt, irgendwo... Genau. Fahrtweg war noch nicht gestellt. Jetzt haben wir auch zwei Erlaubnis mit 50. Genau. Dann gehen wir mal in die Außenansicht und gucken uns mal ein wenig um. Wir haben hier, wie gesagt, den Hauptbahnhof Dresden. Hier neben uns liegen die Straßenbahngleise. Und genau hier rechts ist der Streckenabschnitt, der dann zum Beispiel auch zum Lokschuppen von Dresden führt. Was ich ein bisschen schade finde, halt, dass dieser Abschnitt nicht mit dabei ist, dass man hier bis hier hinten ungefähr noch mit abgebildet hätte. Wäre schön gewesen für dann so beispielsweise Sonderfahrten mit Dampfloks und so weiter. Aber nun ja, leider haben wir das nicht. Genau, dann haben wir hier den Bahnhof Dresden-Neustadt, wo wir dann auch gleich ankommen werden. Wir nehmen jetzt auch mal ein paar Haltestellen mit. Halt ein paar Mal an, kann ich ein bisschen mehr erzählen. Erster Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass halt der aktuelle Streckenabschnitt nur, was sind es, ich glaube, irgendwas zwischen 40 und 50 Kilometer sind, also halt wirklich sehr wenig. Mal einmal voll in die Eisen gehen, um rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Und dass man nicht einfach gesagt hat, okay, wir führen einfach hier ab Riesa weiter und machen die Strecke vollständig bis Leipzig zum Beispiel. Das wäre kein großes Ding gewesen, denke ich mal. Dann das nächste, dass man nicht sagt, okay, hier die Strecke, die hier lang geht, die dann oft von den Intercities genutzt wird und auch, ich glaube, noch von ein, zwei S-Bahn-Linien bis hinten weiter südlich von der viergleisigen Strecke hier, dass man die nicht auch einfach noch mit reingenommen hat, weil das ist ja der Abzweig, der hier rausgeht. Wir können weiter.
Erstmal gucken wir jetzt hier mal schnell, wo wir denn am Bahnhof hier rauskommen. Wir wollen ja schließlich auf so darüber. Ich glaube, so weit rüber kommen wir jetzt gar nicht mehr, dass wir hier auf die Nebenstrecke kommen. Also auf die S-Bahn-Strecke. Ich will irgendwie mal Nebenstrecke sagen, tut mir leid. Genau, so. Und dann müsste hier hinten aber irgendwo gleich eine Weichenkombination kommen. Mit der wir rüberkommen. Genau hier. Achso. Will uns sogar abzweigen lassen. Sehr schön. Dann halten wir jetzt noch in Dresden-Neustadt an. Ja, also wie gesagt, erster Kritikpunkt, dass man halt nicht gesagt hat, okay, wir führen die Strecke bis Leipzig weiter. Dann hat man, ich weiß gar nicht, was es sind. Ich glaube, 150 Kilometer dürften es dann ungefähr sein. Was mal eine vernünftige Streckenlänge wäre. Ich meine, die Strecken für den Train Simulator, die beispielsweise in den USA sind, sind auch mehrere hundert Kilometer lang. Teilweise braucht man weit über 5 Stunden, um mal eine Strecke wirklich von Anfang bis Ende abzufahren in Amerika. Und ja, sowas würde ich mir für hier auch mal wünschen. Oder dass man mal sagt, okay, man macht mal eine wirkliche Schnellfahrstrecke. Wäre halt auch mal eine Idee. Weil ich meine, die einzig wirklich schnellen Strecken, die wir hier im Train Simulator haben, ist, glaube ich, die Strecke Hamburg-München. Darf man, glaube ich, 250 fahren. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich selber habe die Strecke halt leider nicht. Augsburg-München. Das ist halt, ja. Und ansonsten war es das eigentlich. Und ich glaube, auf einem Abschnitt der Strecke Frankfurt-Mannheim darf man noch ein bisschen schneller. Als 200. Ansonsten sind eigentlich fast alle Strecken, die wir hier im Train Simulator haben in Deutschland, mit 200 maximal, größtenteils sogar 160. Und ja, das ist einfach schade, dass das so ist. Weil man beispielsweise in ICE3 nicht vollständig ausfahren kann. So, und dann könnte man beispielsweise die Schnellfahrstrecke machen, Köln-Frankfurt. Oder beispielsweise den Streckenabschnitt Nürnberg-Erfurt. Wären jetzt mal so Ideen. Klar ist es, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ langweilig, weil du fährst halt hauptsächlich geradeaus und hast kaum Zwischenhalte. Aber es gibt auch Leute, denen sowas Spaß macht. Einfach mal wirklich einen Zug ausfahren. Höchstgeschwindigkeit austesten und den Zug einfach an seine Grenzen bringen. So, Hochgeschwindigkeitsstrecken sind nun mal gewissermaßen auch was Schönes. Ich meine, klar, so eine schöne Dampflok, wenn du mit 80 irgendwo durch die Gegend donnerst, auch schön. Aber auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke hat nun mal ihren eigenen Flair. Und es wäre einfach schön, sowas mal zu haben. Ich meine, wer es nicht haben will, braucht es sich ja nicht kaufen. Aber für die Leute, die es gerne hätten, wäre es halt schön. Und ja, ich gehöre halt nun mal dazu. Ich sehe gerade, wir sind ein wenig schnell geworden. Wir haben die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Strecke überschnitten und die unseres Talent. Und abbremsen auf 50 bis zum nächsten Signal. Wir vollziehen ja schließlich gleich den Gleiswechsel. Genau. Wo ich es gerade gesagt habe, auch vom Talent, hier steht es auch, Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Den Talent gibt es als, so wie wir ihn hier sehen, Dreier-Variante. Es gibt ihn als fünfteiligen Triebzug und als vierteiligen Triebzug. Wir haben jetzt hier voreingestellt
Vom Train Simulator gibt es hier halt die Variante, also die Kombination 3 und 5, so wie den 5er als Einzelzug. Standardmäßig auf der Strecke hier, Riesa-Dresden. Und logischerweise zu allen Fahrzeugen, die hier die im Pack enthalten sind, sind auch Karriereszenarien mit dabei. Was ja auch nicht immer der Fall ist. Es gibt ja auch teilweise Strecken, wenn man die kauft, da ist kein einziges Karriereszenario mit dabei. Hier allerdings schon. Genau. So, jetzt haben wir hier drüben Schmalspurbahngleise, beziehungsweise von der Spurweite her würde ich sogar sagen, eher Feldbahn. Also 500 mm, beziehungsweise 600. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich kenne mich auch, was die Eisenbahn, also ja, halt so die lokalen Begebenheiten in Dresden und so weiter angeht, auch nicht so gut aus. Wir sind eigentlich so ein bisschen zu lang für den Bahnhof. Das heißt, wir fahren jetzt einfach gleich mal weiter. Ach, nee, komm. Nehmen wir mal Passagiere auf. Was soll's. Ja. Aber es ist schön gemacht. Jetzt haben wir hier zu schön Radebeul Ost. Das dürfte das alte Bahnhofsgebäude sein, da drüben. Nehmen wir jetzt die Strecke noch kurz parallel zu uns und dann biegt sie ab in den Ort. Sehr schön. So. Wir fahren dann auch erstmal weiter. Hier drüben auf der S-Bahn-Strecke. Und da drüben kommt auch schon der Zug, in den wir gleich reinspringen werden. Mit dem wir dann die Schnellfahrstrecke fahren werden. Genau, das war's jetzt mit dem Talent 2. Wir wechseln in die Baureihe 101 mit einem Intercity-Zug dran. Kontrollieren hier einmal, dass wir hier auch wirklich geradeaus auf die Schnellfahrstrecke gehen und nicht, also eine Schnellfahrstrecke ist es ja in dem Sinne so auch nicht. Das ist auch nur mit 160. Lässt halt hier nur die ganzen Ortschaften aus. Ja. Genau. Wir lösen die Bremsen und setzen uns in Bewegung. Am Haken haben wir Intercity-Wagen. Wir haben hier erste Klasse-Wagen. Wir haben einen Bordbistro-Wagen dabei und wir haben zweite Klasse-Wagen. Alles die modernen Wagen, abgesehen vom Bordbistro. Und was wir leider mal wieder nicht haben, ist ein Steuerwagen für unseren Intercity. Haben wir leider auch wirklich nur sehr selten mit dabei. Also die einzige Strecke, wo wir, glaube ich, einen Steuerwagen haben, ist die Strecke Berlin-Leipzig. Und da leider auch nur quasi, um ihn ja ans Zugende zu setzen. Man kann den Steuerwagen dort leider auch nicht, also den Führerstand des Steuerwagens nicht benutzen, um dann halt an der Zugspitze zu sitzen, wenn man halt mit Steuerwagen vorausfährt. Genau.
Ja. Was wir auch nicht haben hier auf der Strecke, ist ein LZB-System. Brauchen wir auch gar nicht, weil Höchstgeschwindigkeit sind eh 160. AFB von der 101 funktioniert aber auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr schön. 10 oder 5 Schritte. Na, eben gerade hat er uns noch kurz die 5 angezeigt. Ne, aber er springt dann auf 170, also in. Oh nein, lässt sich doch in 5 Schritten einstellen. Sehr schön. Die zum Beispiel die von der 101, die 100, die standardmäßig bei der Strecke Hamburg-Hannover dabei ist, lässt sich die AFB nämlich nur in 10er Schritten einstellen. Hier können wir sie in 5er Schritten einstellen. Wie auch bei der echten 101, was das Ganze sehr angenehm macht. Was haben wir jetzt hier? Abbremsen auf 130. Das machen wir doch auch direkt mal. Wobei ich mir aber nicht sicher bin, ob in echt die Strecke nicht doch mit einem LZB-System ausgerüstet ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass auf der gesamten Strecke Dresden-Leipzig abschnittsweise bis zu 200 km/h erlaubt sind. In diesen Abschnitten brauchen wir dann definitiv die LZB, weil das System ist halt Vorschrift auf allen Strecken, wo schneller als 160 gefahren werden darf. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ansonsten die Abstände zwischen Vorsignal und Hauptsignal nicht ausreichen, um den Zug rechtzeitig sicher zum Stehen zu bringen. Genau. So, jetzt können wir hochbeschleunigen auf 160. Meistens hält einen die AFB ja immer so knapp 5 km/h drunter, darum stelle ich sie halt auf 165. Und ja, genau. Wir gucken auch einfach mal ein bisschen raus, damit wir auch mal ein bisschen was von der Landschaft sehen. Von den kleinen Ortschaften, wo wir jetzt alles durchfahren. Hier wird halt früher mal ein Bahnhof gestanden haben, so wie das Ganze geformt ist, der nun weggerissen ist. Und ja. Wir springen einfach mal ein Stückchen vor. Genau, so Dresden-Riesa im Übrigen auch ein Abschnitt der ersten Fernbahnstrecke Deutschlands, nämlich der Strecke Leipzig-Dresden. Auch das ein weiterer Grund, warum ich es schön gefunden hätte, den gesamten Abschnitt von Leipzig bis Dresden hier zu haben. Aber ja, Transman, also Dovetail Games hat sich so entschieden, uns nur diesen Teilabschnitt zur Verfügung zu stellen. Ich persönlich finde es halt, wie gesagt, schade. Aber man kann leider nichts gegen machen. Genau. Ja, was gibt es zu 101 zu sagen? Wo ich gerade schon so wenig über ein Talent gesagt habe, kann ich wenigstens hier ein bisschen was zu sagen. Baureihe 101. So, Entschuldigung. Zugelassen bis 200 km/h. Und ja, ist halt das Zugpferd der Deutschen Bahn im Fernverkehr, gerade wenn es um Intercities geht, auf den elektrifizierten Strecken. Halt leider nur bei den alten Intercities. Ich glaube, wir sind schon. Ah ne, wir müssen wegen der Kurven auf 140 runter, okay. Zumindest kam da gerade eine 140 Tafel. ja, wenn es halt um die alten Intercities geht, die neuen Intercity 2 sind ja mit Baureihen 146 und das zweite war glaube ich 148 bespannt. Genau. Aber halt die alten Intercity-Züge werden nahezu ausschließlich von der Baureihe 101 gezogen. Auf nicht elektrifizierten Strecken werden die Intercities gerne von Baureihen der von Loks der Baureihe 218 gezogen.
Oder zum Beispiel auf der Strecke von Erfurt aus Richtung Frankfurt, aus Richtung, von wo kam sie? Ich glaube, aus Richtung Jena kommt. Werden die Züge mit einer Baureihe 245 gezogen, weil die Strecke teilweise nicht elektrifiziert ist und in Gotha wird dann ein Lokwechsel vollzogen, wo dann von der Baureihe 245 auf die Baureihe 101 gewechselt wird, die dann den Intercity weiterzieht Richtung Frankfurt. Genau. Also, und was ich gerade beinahe vergessen habe, die Baureihe 101 wurde Mitte bis Ende der 1990er Jahre gebaut. Was ich jetzt aber gerade nicht sehe, ist das Schild mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit hier 101. Das finde ich ein bisschen schade. Auch hier drüben haben wir die Schalter für die PZB. Funktionieren auch alle, das ist schon mal sehr schön. Lässt darauf schließen, dass das PZB-System bei dieser Lok auch funktioniert, wenn man es einschaltet. Die 101, die im Paket bei der Strecke Berlin-Leipzig drin ist, hat das nämlich nicht. Bei der funktionieren sowohl PZB als auch LZB und auch die AFB nicht. So. Nein, wir wollen hier abbiegen und rüberfahren. Dann geht es für uns hier lang weiter. Hier geht es geradeaus, genau. Und dann vollziehen wir hier einen Gleiswechsel und gehen dann genau auf das Gleis. Jetzt können wir nochmal ein bisschen rausgehen, nochmal ein bisschen uns die Landschaft angucken. Wir haben eben gerade. Ah ne, sind wir da schon drüber? Oder. Ah ne, kommen wir erst noch drüber. Werden gleich noch den Nebenstreckenabschnitt Richtung. Ach, wie heißt's? Großen Hain überfahren. War er jetzt nebenbei auch, nachdem er die Strecke hier gekreuzt hat und durch den Bahnhof Großenhain durch ist, verlaufen diese beiden Strecken dann im Übrigen auch wieder zusammen. Naja.
Habe gerade nur kurz was nachgeguckt. Habe gerade gesehen, wenn man sich jetzt wirklich dazu entschlossen hätte, einfach zu sagen, okay, wir bauen den Abschnitt hier auch noch mit, hätte man auch hier noch den wunderschönen großen Güterbahnhof von Dresden gehabt. Was ich dann auch gut gemacht hätte, weil wir hier auch einen relativ großen Güterbahnhof hier in Riesa haben, am Stahlwerk. Und hätte dann quasi auch vernünftigen Güterverkehr. Mit stahlbeladenen Güterwagen machen können. Vom Güterbahnhof in Riesa zum Güterbahnhof in Dresden. Beziehungsweise hätte man eventuell sogar Szenario machen können, wo man mit einer Rangierlok zum Beispiel in einer Baureihe 2, 294 sich einen Güterzug in Riesa selbst zusammenstellt und diesen dann zum Güterbahnhof in Dresden bringt. Das wären alles so eine Möglichkeiten gewesen, die dadurch, dass man das nicht gemacht hat, verloren gehen. So, Hauptsignal blinkt gelb, das heißt Langsamfahrt erwarten. Stellen wir auf 40. Es steht nämlich unser nächster Zugwechsel an. Ist an dem Haus oder an der Hütte irgendwo ein Schild, wie der Bahnhof mal hieß? Weil müssten wir eigentlich auch einfach hier in die Rangiergleisen. Weiß ich. Genau. Und da steht auch schon unser nächster Zug. Weichen noch kurz vor der Ausfahrt stellen. Sehr schön, passt. Genau, wir haben jetzt eine Baureihe 146, 0. So, jetzt. Danke. Am Haken haben wir 5 Dossos der vorletzten Generation. Neueste Generation sind ja die Intercity-Wagen. Sowohl mit hohem als auch mit Niederflureinstieg und auch mit einem kleinen Erste Klasse Abteil im Steuerwagen. Wir haben einen reinen Erste Klasse Wagen dabei. Ja. Die Doppelstockwagen, so wie sie bei uns in der Konstellation durch die Gegend fahren, gibt es im Train Simulator leider gar nicht. Bei uns fahren sie nämlich zum einen nur mit Niederflureinstieg. Und zum anderen ist bei uns hier hinten die gesamte Hälfte des Steuerwagens im oberen Bereich Erste Klasse. Und es gibt keinen reinen Erste Klasse Wagen, nur zwei zweite Klasse Wagen mit Niederflureinstieg und dann halt der Steuerwagen, wo ab hier, wo auch hier die Erste Klasse beginnt, allerdings halt bis hier hinten durch Erste Klasse ist. Und wir haben diesen zusätzlichen weißen Streifen nicht, das hat. Haben, glaube ich, nur die Regionalzüge hier im
Raum Dresden. Auch hier mit funktionsfähiger AFB, das ist sehr schön. Gleich müssen wir wieder runterbremsen. Dann können wir die Weichen hier hinter uns auf jeden Fall schon mal wieder umstellen. Noch hier hinten schon mal so stellen, wie wir dann fahren wollen. Hier drüben werden wir dann in Prestwitz werden wir dann unseren letzten Zugwechsel vollziehen. Da gehen wir dann auf die Baureihe 189. Die einzige Güterzuglokomotive, die in diesem Paket mit dabei ist. Genau. Ja, was gibt es zur Baureihe 146 zu sagen? Die Baureihe 146.0 hat eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, wenn ich mich nicht täusche. Und die 146.5 müsste das dann mit 140 gewesen sein. Ja, korrigiert mich, wenn es andersrum war, aber ich bin auch die 146 lange nicht mehr gefahren. Und ich bin auch ehrlich, also ich beschäftige mich mit den aktuellen E-Loks relativ wenig. Ich finde halt Dampfloks schöner. Und die sind auch mehr mein Hobby. Ja. Die bei uns am Haken hängenden Doppelstockwagen sind auf jeden Fall bis 160 zugelassen, genauso wie ja auch die Doppelstockwagen, die im Intercity fahren. Da ist es ja so ähnlich bei den Intercities. Bei den Intercity 2-Zügen ist es ja so: der Wagen, der direkt an der Lok ist, Wagen 1 ist vollständig erste Klasse, sowohl oben als auch unten, soweit ich weiß. Dann ist die restlichen Wagen sind zweite Klasse und es sind alle Wagen mit dem hohen Einstieg, abgesehen vom Steuerwagen. Also wie hier das Einwagen zwischendurch mit niedrigem Einstieg ist, gibt es da nicht. Ja, und wir erreichen jetzt auch schon Riesa, sehe ich gerade. Das heißt, wir werden auch mal unsere AFB ein wenig runternehmen, auf 100 km/h schon mal. Damit wir schon mal ein wenig abbremsen. Genau. Und dann können wir mal uns hier mal ein wenig umgucken. Wir haben hier Zeithain mit einem kleinen Rangierbahnhof und vielen Nebengleisen. Ja, Logistik, Rohrwerk, normales Abstellgleis. Also hier im Bereich Riesa kann man schon schön rangieren. Wir haben hier auch nochmal einen Rangierbahnhof. Und hier dann halt Riesa mit dem großen Rangierbahnhof und dem Stahlwerk. Hier drüben noch mit dem Hafen. Also hier kann man schon wirklich schön was machen. Genau, und hier haben wir auch noch ein Chemiewerk oder sowas. So wie wir es hier auch noch haben. Ja, also man kann hier definitiv mit dem Güterverkehr gut spielen, sagen wir es mal so. Und daher finde ich es schade, dass man nicht sagen kann, okay, man vervollständigt den Streckenabschnitt hier unten, damit man auch in Dresden den großen Güterbahnhof hat. Und die Leute, die da Lust drauf haben, ein bisschen mit den Güterzügen spielen können. Wobei ich glaube, Gleis 5 könnte zu kurz für uns sein. Was aber passen dürfte, ist, dass wir sagen: Na komm, geradeaus. Und dann dort hinein. Gleis 8 dürfte für uns passen.
Ah, wir passen sogar vollständig rein. Sehr schön. Alles klar, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir wechseln. Ne, halt, warte. Ja, gut, muss das Menü kurz für anmachen. Einmal den Führerstand gewechselt. Türen können wir noch kurz aufmachen. Wir müssen das noch Weichen stellen. Wir wollen ja jetzt natürlich hier geradeaus fahren. Dann gab es irgendwo hier hinten immer noch das Problem, dass er hier drüben, genau, hier hat er ja die Weichen immer noch gestellt. Und genau, Türen sind wieder zu. Wir können ausfahren. S3 Freiberg. Auch eine Sache, die ich schade finde, ist, dass hier sehen wir es auch, Dresden Flughafen. Hier steht wieder Freiberg. Hier steht Dresden Hauptbahnhof. Das konnte ich jetzt nicht lesen. Ja, dass halt überall immer was anderes steht. Auf den Wagen. Selbiges ist ja auch beim Talent der Fall. Man kann leider hier im Train Simulator die Zielzuganzeigen nicht bedienen. Wer den Luxus genießen will, muss dann halt Trains in World spielen. Werde ich, wenn ich einen leistungsstärkeren PC habe, wahrscheinlich dann auch mal im Let's Play machen. Aber mein aktueller PC macht das halt einfach nicht mit. Da werden dann die Aufnahmen zu verruckelt. Und darum kommen von Trains of World und auch ein paar anderen Spielen, die ich eigentlich gerne zeigen würde, wie World of Warships oder War Thunder, keine Let's Plays. Signal zeigt uns trotzdem gelb an. Okay, aus welchem Grund? Nehmen zum Überfahren des heizenden Signals erteilt. Okay. Hier im Steuerwagen kein Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Auch für das nächste Signal haben wir die Erlaubnis zum Überfahren des heizenden Signals. Beziehungsweise jetzt zeigt sogar grün an. Komisch. Ah. Eventuell deshalb. Ja, jetzt sind die Signale alle auf grün gesprungen. Okay. Es lag daran, weil wir vergessen hatten, noch eine Weiche zu stellen. Hier wollen wir geradeaus fahren und hier wollen wir. Auf Gleis 1 abbiegen. Genau. So, jetzt passt alles. Sehr schön. So, wir gehen noch mal raus und fliegen einmal kurz mit der Kamera noch mal ein Stück zurück. Nämlich einmal hier hin zum Bahnhof, okay, ab hier ist dann halt auch relativ wenig detailliert. Aber, ja, wobei es geht.
Bei der Brücke wäre ich jetzt gerne noch ein bisschen näher rangeflogen, um zu gucken, ob die gemacht ist. Genau, hier haben wir die ganzen Abschildgleise. Das eine geht hier in die Fabrikanlage rein, weil ich glaube, es ging nämlich noch weiter. Genau, es geht hier noch richtig rein. Also, ja, man hätte hier definitiv mehr draus machen können. Sagen wir es so. Aber bin ich ehrlich, das denke ich mir bei vielen deutschen Strecken für den Train Simulator. Dass da mehr Potenzial gewesen wäre. Auch gerade, wenn man die Strecken, wie ich ja auch schon mehrfach hier angesprochen habe, einfach den einen oder anderen Abzweig mehr reingebaut hätte, wie jetzt halt das schon mehrfach angesprochene Teilstück hier unten, den Abschnitt nach hier, um den Lokschuppen von Dresden mit einzubinden und dann vielleicht von Dresden aus mal ein paar schöne Dampfsonderfahrten zu starten. Ja, es sind Kleinigkeiten. Aber Kleinigkeiten, die Eisenbahnfans wie mir zum Beispiel sehr viel Freude bereiten würden, wenn sie dabei wären. Ich meine, klar, es gibt viele, die einfach nur dann halt Spaß daran haben, irgendwelche Karriereszenarien abzuarbeiten. Es gibt aber auch viele wie mich, die gerne einfach das Potenzial einer Strecke nutzen würden, um auf der Strecke zu, ich sag mal, halt in Anführungsstrichen spielen. Also dabei seine Fabrikanlagen, zum Beispiel wie hier das Chemiewerk oder so, dass man da Ladepunkte hat, wo man zum Beispiel Kesselwagen dann beladen kann. An anderen Stellen wie in Häfen zum Beispiel, an ein Tanklager ranfahren kann, sie dort wieder entladen. Oder halt die großen Containerbahnhöfe nutzen kann. Einfach halt das, ja, halt das, was zur Bahn halt dazugehört. Gerade zum Güterverkehr, dass man das einfach nutzen kann und sich ein bisschen, ja, ich sag mal, austoben kann auf der Strecke. Oder wenn man dann halt keine Lust mehr hat, Güterzug zu fahren, einfach sagt, okay, dann schnappe ich mir jetzt dann wieder den nächsten Personenzug, fahre ein paar Passagiere von A nach B und wechsle dann an meinem Endbahnhof beispielsweise wieder auf den Güterzug, wenn ich Lust drauf habe. Und kann dann, wie jetzt hier beispielsweise im Bahnhof Riesa, aber auch einfach sagen, okay, ich schnapp mir dann jetzt einen Rangierlok und stelle mir aber meinen Güterzug erst noch fertig zusammen. Belade den erst noch selber. Oder wie auch immer. Was mir im Übrigen aufgefallen ist, gerade hier an der Stelle, ist, dass die Gleiskreuzung hier taktisch und für einen dichten Fahrplan nicht gut gebaut ist. Weil, was ist das Problem hier? Ich gebe euch mal kurz Zeit zum Nachdenken. Richtig. Ein Zug, der von hier kommt, beispielsweise auch ein Güterzug, der ja meistens etwas langsamer ist, kommt über die Weiche und muss dann erst noch über die Weiche und blockiert so lange dieses Gleis. Das heißt, in der Zeit kann kein Zug so lang fahren. Und vor allem muss er, weil er ja auf der Weiche meistens langsamer ist, erst wieder hochbeschleunigen und bremst dadurch unter Umständen Züge, die von hier kommen, wieder aus.
taktisch unklug. Wäre schlauer gewesen, das Gleis entweder oben drüber zu führen oder unten drunter lang zu führen und dann direkt auf das linke Gleis halt ranzuführen, ohne erst das andere Gleis kreuzen zu müssen. Nun gut. So, im Übrigen, mal zum Ablauf noch der Zugwoche. Darüber habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Genau. Wir werden morgen kommt eine kurze Dampflokparade, wo ich einmal alle Dampfloks zeige, mit denen wir dann im Laufe der Woche unterwegs sein werden. Wir werden uns vollständig auf der Strecke der Wutachtalbahn aufhalten. Wir haben die ehemalige Stammlokomotive auf der, also die Lokomotive, deren Stammstrecke die Wutachtalbahn früher war, beziehungsweise hat sie auch noch den Spitznamen Sauschwänzlebahn. Werden wir mit dabei haben, die 86-13-33. Die wird dann auch gleich die erste Maschine sein, mit der wir uns dann auf der Wutachtalbahn fortbewegen werden. Am Mittwoch. Mit der eröffnen wir quasi ein ja, simuliertes dreitägiges Eisenbahn, also Plandampfspektakel, das wollte ich sagen. Halt auf der Sauschwänzlebahn. Und nicht nur, also nicht nur Sauschwänzlebahn, auch noch quasi über den Teilabschnitt, den wir fahren können, hinaus. Aber dazu werde ich dann im Vorstellungsvideo noch mehr sagen. Am zweiten Tag werden wir uns dann mit einer Dampflok der Baureihe 52 bewegen und die Strecke abfahren. Genau. Das hatte ich beinahe vergessen zu bremsen. Weil ich gerade zu viel auf den Güterzug links neben uns geguckt habe. Aber wir machen einmal die Türen auf und springen selber weiter zu unserer letzten Lokomotive, die hier auf der Strecke mit dabei ist, der Baureihe 189. Müssen wir, glaube ich, auch die Weichen stellen für uns. Vollkommen am falschen Bahnhof. So. Und jetzt fahren wir noch einmal hier quasi bis hier runter, bis Coswig. Hier gehen wir dann aufs Gütergleis. So. Mal gucken. Ja, machen wir es so. Moment. Na, wobei, wir können ja trotzdem schon mal abfahren. Ah, bei der 189 haben wir sogar mehrere Lichteinstellungen. Sehr schön. Höchstgeschwindigkeit der 189 sind im Rund 100 40 km. War noch gerade schön an der Seite zu sehen. Siehst du? Kann ich auch hier mal kurz nachgucken. Kann ich ja nochmal sicher gehen, was es war. Ne, steht an hier nicht dran, an 146. Auf der anderen Seite. Auch nicht. Okay. Naja, gut. Dann nicht. Wir schalten uns die AFB, die auch bei dieser Lokomotive funktioniert, was ich sehr schön finde, auf 120 bzw. 125, genau.
Und dann, ja, machen wir uns auf den Weg. Dann werden wir hier drüben noch kurz unsere Weichen richtig stellen. So, genau. Achso, das ist ja Streckenabschnitt Richtung Meißen. Gut. Ja, wir haben am Haken einen Containerzug, wie ihr sehen könnt. Mal. Und das nicht nur mit den normalen Standard-Containern. Normalerweise sind nämlich standardmäßig die Eco-Movie, hier diese roten, die Wave, die gelben, die hier noch kommen, und Energy Line, genauso wie die Transco, und diese Container hier von One in gelb und rosa, sowohl als 20 als auch als 40 Fuß. Haben wir von den Pinken auch 40 Fuß dabei? Nee, haben wir bloß. Von den weißen hier am Ende des Zuges sind nämlich normalerweise auf den meisten Strecken nicht mit dabei als Wagen für als Beladung für die Containerwagen. Und das finde ich schön, weil die bringen dann wenigstens mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung rein, weil immer nur diese standardmäßigen Containerzüge zu sehen, die dann meistens einfach nur grün, blau, gelb, weiß, rot, dann vielleicht nochmal gelb und weiß sind. Weil meistens ist es dann so, wie wir es auch hier sehen, dass so ein vollständigen Doppelwagen, weil es sind ja immer zwei Hälften hier über ein Drehgestell miteinander verbunden, haben dann meistens immer dieselben Container. Und dann zieht sich das durch den ganzen Zug durch und dann hast du vielleicht fünf Farbwechsel drin. Und das war's. Und immer nur diese eintönige und nicht sonderlich, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen aufregenden Farben, sondern es ist halt relativ ausgeblichenes Grün einfach nur. Du hast das Dunkelblau, dein dunkles Rot. Das Gelb leuchtet dich dann immer mal noch so ein bisschen an und das war's dann. So. Und die Containerzüge sehen aber nicht schön aus, weil ich meine, wenn man mal guckt, man braucht sich ja nun mal eine auf den Strecken, wo auch wirklich viel Güterverkehr unterwegs ist, mal eine Stunde, anderthalb Stunden einfach mal eine Strecke stellen. Und wenn da mal ein Containerzug vorbeikommt, sieht man, die Züge sind im Normalfall knallbunt. Da stehen meistens. Ich betone meistens, nicht immer. Maximal zwei Container, die aufeinander folgen von derselben Firma. Und ansonsten ist da nur Abwechslung dran. Klar, es gibt auch Ausnahmen. Es gibt teilweise auch einen ganzen Containerzug, der nur Container von einer Firma geladen hat. Das sind dann aber teilweise auch oft Firmen, die dann spezielle Verträge mit der Deutschen Bahn haben oder halt einfach nur Großkunden sind und ja, halt viele Container haben, die zum selben Zielort müssen. Die werden dann natürlich auch als Ganzzug gefahren, weil dann erspart man sich natürlich dann auch die Zeit an Güterbahnhöfen. Im Übrigen hier oben führt gerade die Hauptstrecke lang, die ja mit 160 befahren werden darf. Ja, weil dann erspart man sich halt einfach die Zeit in den Güterbahnhöfen, wo dann die Züge erst wieder auseinandergenommen werden, die Wagen, die woanders hingehen, aus dem Zug entfernt werden, neue Wagen mit reinkommen, die dann vielleicht dasselbe Ziel haben. Und wenn man dann den ganzen Zug voll machen kann mit Containern, die alle denselben Zielort haben,
macht es natürlich mehr Sinn, die auch alle in einen Zug zu packen und dann den Zug einmal von Anfang bis Ende durchfahren zu lassen. Das ist zum Beispiel auch bei den Taschenwagen, wo dann so LKW-Auflieger reinkommen. Weiß nicht, habt ihr bestimmt schon mal auch irgendwo einfach mal an euch vorbeifahren sehen. Die sind meistens auch nur von einer Spedition. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißen. Auf jeden Fall, die haben halt so blaue Auflieger und werben auch teilweise auf ihren LKWs mit dem Slogan Hamburg-Genua zweimal täglich, dreimal täglich hin und zurück, weil es gibt halt drei Güterzüge von Hamburg aus mit diesen LKW-Wagen, die von Hamburg nach Genua gehen. Dann gibt es noch, und das halt jeden Tag, und drei, die von Genua dann wieder zurück nach Hamburg gehen. Dann gibt es noch zwei von Berlin aus kommend. Ich glaube, einer noch zusätzlich von Bremen, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und irgendwo startet noch einer, der dann auch Richtung Genua runtergeht. So, und die haben natürlich auch alle halt noch ihren Gegenzug. Und ja, die sind fast immer auch nur mit, ich glaube, LKW Walter war das, glaube ich, hießen die. Oder Spedition Walter. Nee, genau, LKW Walter. Und die sind dann halt meistens ja, Sortenreihen auf diesen Güterzügen aufgeladen. Und da hast du mal eben, ich glaube, 36 Wagen haben die Güterzüge. Dann Güterzug mit 36 LKW weiter aufliegern. So, jetzt müssen wir schon abbremsen. Ich glaube, das überstehen wir nicht. Oder? Doch. Aber was ich gerade sehe, die Bremsen lassen sich nicht über die Tasten. Oh, doch. Ich habe gerade, weil ich nicht hingeguckt habe, einfach nur die falschen Tasten gedrückt. Kann mal passieren. Sollte nicht, aber kann. Und dann lassen wir uns mal in den Bahnhof Coswig reinrollen. Weißt du, das Gleis hier immer noch ohne Fahrrad? War eigentlich nicht das, wofür ich die Weichen gestellt hätte. Ich hatte die eigentlich so gestellt, dass wir erst hier außen lang gehen und dann einmal uns hier komplett wieder rüberschieben. Na gut. Dann so. Gut.
So, damit wären wir am Ziel angekommen. Hier haben wir jetzt wieder ja, unsere Hauptstrecke, die abzweigt. Hier waren wir also schon. Ich muss ja jetzt nicht den ganzen Weg bis Dresden wieder zurückfahren. Ja. Das war einmal die Strecke Dresa. genau. Dresden-Riesa. Mit allen Fahrzeugen, die bei der Strecke, die auf der Strecke mit dabei sind. Nicht ganz einen Wagen. Es gibt, glaube ich, noch einmal Tankwagen, die man an die 189 noch anhängen könnte, aber vom Zugverband her ist das das, was bei na, also was halt standardmäßig ausgewählt ist. Für die 189. Und genau. Das war es dann damit also auch mit dem ersten Video der Zugwoche. Morgen geht es ja wie gesagt weiter mit der Lokparade und dann mit der 86-1333-3 auf ihrer ehemaligen Hausstrecke der Wutachtalbahn bzw. Sauschwänzlerbahn. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann morgen wieder mit dabei seid. Oder morgen bei Transocean. Kommt nämlich auch. Es kommt nämlich. Na, Transocean zur gewohnten Zeit um 15 Uhr und das Video der Zugwoche vom Train Simulator wird um 16 Uhr kommen. Genauso wie auch. Ja, wobei, ich denke, ja doch, ich werde alle Videos der Zugwoche 16 Uhr machen. Dann kann man das nämlich gut unterscheiden und die standardmäßigen Videos, also Transocean Folge 10 am Dienstag, Folge 11 am Freitag und Civilization am Sonntag werden weiterhin um 15 Uhr kommen. Die Zugwochenvideos um 16 Uhr. Am Donnerstag das Train Simulator Video entfällt um 15 Uhr. Weil ja um 16 Uhr das Video der Zugwoche kommt. Und genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin, es verabschiedet sich der Niklas.